jetzt kommt auch so richtig so ein bisschen so Weltreise-Feeling auf. Jetzt ist die Sprache anders, man versteht nichts mehr. Das ist das dümmste Zeit-Totschlag-Ding, was es so gibt für Familien. Ja, das war unser Stellplatz für die Nacht. Im Regen ganz gemütlich hier. Ich weiß nicht, ob was wir hier stehen. 1500 Meter, glaube ich. Naja, und jetzt fahren wir weiter. Mal gucken, ob wir hoffentlich jetzt noch mal bessere Stellplätze finden. Zumindest sind wir aus dieser komischen Stadt da raus. Das war halt wirklich furchtbar. Tja, damit herzlich willkommen zu dem neuen Video. Mal gucken, was in dieser Folge alles passiert. Wir wissen es selber noch nicht. Kräher Bernd ist schon wieder am Durchdrehen. Mina auch. Und wir haben gerade richtig tolles Regenwetter hier draußen. Tja, und hoffen, dass es mit den Stellplätzen jetzt ein bisschen besser wird. Also da unten am Meer, am Kaspischen Meer rumfahren, das ist ganze Straßennetz, das ist da wie eine einzige Stadt. Das ist wie das Ruhrgebiet, wie eine einzige riesige Stadt. Du fährst 5 Stunden und du siehst nur Autos, nur Straßen und findest absolut keine Ruhe. Ne? Wir sind froh, dass wir jetzt hier sind, in diesem Urwald. Das soll nämlich ein richtig echter Urwald noch sein, wo ja nicht der Mensch großartig rumfummelt, oder? War das nicht so? Ja, das ist noch ein Urwald. Irgendwie hat jemand was erzählt, das ist ein Buchenurwald. Ah. Sieht halt aus wie die Pfalz, aber ja. Ist ein Urwald. Sieht halt original aus wie irgendwie ein normaler Laubwald, den man so kennt, ne? Deutschland halt. Wow, wie wunderschön der Iran hier gerade ist. Boah. Was für eine Aussicht hier überall. Wahnsinn, ne? Großartig. Boah. Wirklich eine absolute Bilderbuchlandschaft, ne? So schön, die ganze Ecke, wo wir hier gerade durchfahren. Und wirklich die Straßen auch relativ gut. Kannst du nicht meckern hier. Was ja aber auffällt, es fahren ja überhaupt keine Vans rum. Ne? Ducatos, Sprinter, alles solch Kastenwagen-Dinger, die wir auch kennen. Gar nichts. Überhaupt gar nichts in der Richtung fährt hier irgendwie rum. Also ersatzteilmäßig wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Dafür ganz viele alte Volvo-Trucks, so alte Nissan-Pickups. Das Haupttransportmittel scheint ja einfach mal Pickups zu sein. Ne? Sehr, sehr interessant. Boah, diese Aussicht hier, herrlich. Helge pfeift sich hier den Berg hoch. Guten Morgen, wir haben hier an einem wunderschönen Platz geschlafen, wo wir komplett unsere Ruhe haben, kurz vor Teheran. Da wollen wir mal ein paar Sachen erledigen. Tja, ich werde früh wach und mein Schuh ist weg. Der ist einfach weg, ist glaube ich so ein bisschen rum. Da liegt er am Berg. Da muss hier irgendein Tier meinen Schuh geklaut haben. Wer war denn das? Oh, da liegen auch kleine irgendwelche Knochen daneben. Aber wo sind wir denn hier? Ich habe nämlich keine Ersatzbirkenstocks mit. Ich würde mich anstellen. So, wir müssen jetzt hier irgendwie durch. In die Suppe des Vorgängers noch rein. So, der wartet jetzt, weil ich das bestimme. Ja, genau, und ich auch, weil ich zeige hier mit. Warte, ich mache uns den Weg frei. So, Freunde, wir sind hier gerade in Teheran angekommen und haben uns mal für eine Nacht hier einen Parkplatz genommen vor einem Hotel. Und ja, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Film. Wir haben gerade ein bisschen gestreamt in der Stadt, das war auch okay. Und ja, wir bleiben jetzt hier, damit wir das Auto sicher steht. Und morgen ist dann geplant, dass wir hier dann bowlen gehen. Da werden wir die Kamera wahrscheinlich nicht mitnehmen. Wir gehen ein bisschen Bowling spielen hier, ein bisschen shoppen und werden auch das Auto nochmal richtig mit Vorräten vollladen, was geht. Und jetzt ist noch ein bisschen Wäsche waschen angesagt. Ich zeige euch dann gleich mal oben das Hotel. Das ist ja von außen und von innen so, also der Eingangsbereich sehr nobel. Die Zimmer an sich gibt es bestimmt doch bessere, aber das, was wir haben, für 80 Euro nicht ganz so geil, aber wir sind froh, dass wir hier mit dem Auto sicher stehen. Und das ist wirklich cool, man kann hier sehr, sehr gut mit dem Auto stehen. Wir waren noch gerade ein bisschen hier im Park und sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und es wirkt hier sehr, sehr, also das ist rein so, wie es auf mich wirkt, nur das beschreibe ich gerade. Es wirkt sehr, sehr friedlich, ruhig. In dem Park gab es keinerlei, klar, Alkohol ist verboten in der Öffentlichkeit, keinerlei Raufereien, Pöbeleien, gar nichts. Das hat alles einen total schon übertrieben friedlichen Eindruck gemacht. Genau, die haben Volleyball gespielt, die haben Tischtennis gespielt. Also, das hat schon an sich wirklich einen mega friedlichen Eindruck gemacht letztendlich, ne? Es war richtig schön, also die Leute sind einfach da spazieren gegangen, haben sich über Kräher Bernd gefreut, der ist die ganze Zeit Kräher da Bernd, ja. Kräher ist die ganze Zeit da rumgerannt, wie wahnsinnig. Der ist die ganze Zeit so rumgerannt und war dauernd auf dem Arm von irgendjemand anderes. Ja, ja, das war schon mega niedlich. Wow, guck mal, da sieht schon nobel aus, ne? Wenn man das mal anguckt hier, ne? Überall hier, das sieht was schön gemacht, der Eingangsbereich, Marmorwände und alles. Das sieht schon nobel aus, da hinten der Essensraum um die Ecke gleich. Kannst du nicht meckern so, nicht?
Guten Tag. Ja, das ist unser Zimmer jetzt hier, ne? Also, ja, das ist halt natürlich nicht das teuerste, aber ja, Zustand ist jetzt schon, muss man mal ehrlich sagen, nicht so der absolute Oberknaller, aber wir sind jetzt ja, was das angeht, nicht so anspruchsvoll. Der Blick aus dem Fenster ist nice. Ah, der Blick aus dem Fenster ist geil, den zeigen wir euch mal morgen früh. Und feinstes iranisches Fernsehen. Auch im Dunkeln bestimmt sieht das auch nice aus, oder? Ich weiß nicht, ob man im Dunkeln jetzt hier schon was sieht, aber im Tag, also tagsüber sah es wirklich geil aus. Ja, Teheran bei Nacht. Ja, da hinten ist so ein schöner bunter Turm. Der Minar Tower. Eine sehr wilde, wuselige Stadt, ne? 400, ich glaube 36 Meter hoch. Und ungefähr 20 Millionen Einwohner mit Randgebieten. Ne? Also ja, also die Metropolregion Teheran 20 was Millionen. Was hast du denn da aufgerufen? Hey, was ist das denn? Ich hatte schon gesagt, Krea Bernd, hast du den Fernseher schon wieder gehackt? Nein, das war ich. Das war Krea Bernd, sei ehrlich. Das warst du, stimmt's? Das habe ich gemacht. Und hier sind unsere Betten. Gibt sogar eine Speisekarte, schade. Also da hätte gerne mal hier so ein, ich hätte gerne mal einfach mal wieder so Nudeln gegessen, so China-Nudeln. Die gibt es hier, aber ist ja morgen schon wieder weg hier. Aber wir kriegen morgen früh Frühstück hier. Oh, jetzt mussten wir hier jetzt auch noch zeitig aufstehen, weil es gibt noch Frühstück bis um 10. Guck dich mal die Skyline richtig am nice. Tag an, herrlich. Ja, der Minar Tower. Könnte man ja schon klar zum Stadtfan werden, nicht? Ja, Stau im Tunnel. Richtig gut. So, wir haben es geschafft. Verkehr fließt wieder. Jetzt geht's wieder raus aus Teheran. Hier suchen wir jetzt gerade endlich aus der Stadt wieder raus. Einen Schlafplatz für unsere Nacht. An so einer alten Karawanserei. So eine Karawanserein, die sind halt hier im Iran, gibt es ja ziemlich viele davon. Die wurden irgendwann mal vor 2.000 bis 4.000 Jahren gebaut für Leute, die dasselbe gemacht haben wie wir, nur halt mit Kamelen statt mit so einem Auto. 2.000 Jahre alt ist schon ziemlich sportlich. Jetzt sind wir noch ein Stück weiter gefahren. Das ist jetzt hier der uralte Teil davon. Und da vorne ist noch so ein netter Torbogen und da werden wir uns, denke ich, mal irgendwo hinstellen. Ein ziemlich cooler Platz hier. Ist nicht wirklich weit weg von der Autobahn. Und wo kann man jetzt mal bitte in einer alten Ruine einfach so stehen, ne? Keine Sau da hier. Wir haben komplett unsere Ruhe. Das ist schon ziemlich cool. Liegen wir gerade noch so im Bett und schlafen. Und einmal rumpelt es am Auto rum. Ich gehe runter, macht hier eh noch die Türen auf, guckt hier rein einfach so. Und dann gucke ich so in das Auto, sitzt einer mit einer AK drin. Jetzt kommt er hier an und will die Pässe haben. Vor allem Alter. Um 8, ne? Um 8, wir sind ja nur. Guten Morgen, Fressfatty Jones. Wir waren noch ewig wach. Ja, wir waren bis um 3 oder so wach so und jetzt wirst du um 8 aus dem Bett gekloppt. Oh, das ist halt der Nachteil. Da habe ich mal gesagt, die Leute im Land mögen ja ganz cool sein, aber die Polizei, ne. Ich meine, wie kann man einfach so hier die Türen aufreißen und alles und so. Boah, guck's raus, jetzt eh mit der Knarre darum. Wir glauben, dass es daran liegt, weil da ein Haufen Leute rumrennen. Mit kurzen Hosen, die Frauen ohne Kopftücher, kurzärmlich. Und die haben jetzt erst diese ganzen dummen Kopftuchgesetze verstärkt. Und ich glaube, dass die deswegen da sind hier. Die haben da irgendwie gefeiert und denken, dass sie irgendwie dazugehören oder was weiß ich so. Ja, Hauptsache, wir kriegen unsere Pässe wieder. Jetzt sind wir da mit den Pässen im Auto und gucken mit seinem Holzinternet wahrscheinlich nach, was da los ist. Jetzt haben wir kommentarlos unsere Pässe wiedergekommen und die sind verschwunden. Ja, aber da geht ja schon die Pumpe. Also du stehst da früh so auf, du hörst, wie jemand die Tür vorne aufmacht, während die Kinder hier unten liegen. Ich so runter gesprungen, noch komplett nackig. Ja. Na, komplett nackig, war mir aber egal. In dem Moment hat man einfach gesehen, was passiert, was man tut, wenn irgendwas ist. Ich wusste ja nicht, wer das ist. Ich sehe bloß, dass jemand mit einmal auftaucht und im Auto rumfummelt. Ja, und das machst du dann halt als Mann. Du springst halt runter und du versuchst die Situation zu retten, auch wenn du dabei stirbst. Das ist so. So, das lachst du da. Gar nicht so, gut. Hier unten, du musst schon ein bisschen aufpassen. Hier unten, der und ihr liegt, ihr beide liegt hier so unten. Freddy, du hast keine Hose. Und ihr beiden Pfeifen seid bestimmt nicht in der Lage, euch irgendwie zu verteidigen. So, natürlich gehst du da runter und versuchst irgendwie hier da irgendwas zu retten. Und dann siehst du, wie jemand die Tür aufmacht, guckst um die Ecke und da lacht dich eine AK an. So, ne? Aber da war mir eigentlich klar, das ist ja die Polizei, weil hey, ich glaube nicht, dass es halt irgendjemand anders jetzt mit der AK halt so rumrennt. Und, ja, genau, schimpf mal, er hat ganz zeitig geweckt. Schimpf ihn mal aus. Jetzt kommt gerade ein Auto angefahren, wieder das gleiche, wieder dir mit der Typen mit der Knarre. Wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, kommt rein, winkt nochmal, macht Foto mit uns, gibt uns Kuchen und fährt wieder. So, also wahrscheinlich. Das war ein bisschen skurril, weil es war so, will der jetzt wirklich ein Selfie machen?
Ja, der wird wahrscheinlich in seiner Geistesgegenwart echt gedacht haben, dass wir irgendwie Spionage machen oder was weiß ich, wie man noch immer auf so eine Idee kommen kann. So, und dann hat er gemerkt, okay, der hat ja im Schlaf eine Verwandlung. Der hat seinen eigenen Kuchen. Der hat ja. Der wird ja im Schlaf, ne, da hat er mit einmal ihm klar geworden, er hat eine Familie im Schlaf überfallen. Trotzdem, es ist mir eigentlich egal. Ich finde, es geht nicht, egal wer hier im Auto sitzt. Ich meine, wir sind deutscher Camper, also die wollen mehr Touristen und so weiter. Da reißt man nicht einfach so irgendwelche Türen von Autos auf und sitzt mit der AK daneben so. Was macht das wohl mit einem so? Oh, hallo, nice weapon. I have also in my Schrank here some weapons, ne? And this is all our cameras. How are you doing today? Aber es war interessant, es kam gerade noch irgendwie, hier waren ja noch andere Leute gestern Abend und die kamen dann noch her und da war eine super nette Frau dabei. Die meinte, die hatten erst Angst, hierher zu kommen, weil das so diese Security Police ist. Und da haben aber extra gewartet, bis die weg sind. Und dann habe ich gefragt, was glaubt ihr, warum wir gerade kontrolliert wurden? Sagt sie, because it's Iran. So, jetzt war gerade noch ein drittes Mal da mit einer Übersetzerin, mit einem Zettel, weil die genau wissen, wo wir hergekommen sind, wo wir hinwollen. Boah, dann habe ich ihm über die Übersetzung... Klappe jetzt! Dann habe ich ihm dann auch über die Übersetzerin gesagt, dass ich es blöd fand, dass hier einfach die Tür aufgerissen wurde und so weiter. Hat sich dafür aber auch entschuldigt, muss man sagen. Und so, und er wollte uns nicht erschrecken. Hat er aber wollte er nicht. Wir fahren jetzt aber auch hier weg, weil es kommen immer mehr Leute. Ja, alles schon sehr freundlich, aber immer die Frage, wie viel ist davon echt und so weiter halt. Ne? Also das wirkt schon manchmal ein bisschen weird. Aber wir fahren da jetzt erstmal hier jetzt weg. Für einen so ruhigen Platz ist es hier halt leider überhaupt gar nicht ruhig. Da waren die ganze Nacht und irgendwelche Partys gefeiert. Alles nette Leute, ja, aber ruhig war es nicht. Also wir stehen jetzt hier an der Tankstelle, ne, und unser Tank war so schon fast leer und haben jetzt schon den Kanister voll gemacht. Hier ist nämlich heute Monatsende, also nicht für uns, aber laut iranischem Kalender. Und deshalb konnte uns niemand helfen mit der Tankkarte. Aber jetzt saugen die gerade vom LKW ab und füllen uns Sprit ein. Das ist schon irgendwie sehr witzig. Und jetzt kommen wir doch noch zu Sprit. Ich glaube, da würden es das sogar umsonst geben, so 50 Liter oder so. So, und da kommt unser Diesel. Ja, das halt hier im Iran funktioniert das halt nur mit diesen Tankkarten, die halt Ausländer nicht bekommen. Und daher müssen wir uns immer so ein bisschen mit Diesel durchschnurren, aber jetzt, das funktioniert hervorragend. Jetzt hilft uns gerade ein LKW-Fahrer, der saugt das aus seinem Tank ab und wir kriegen es dann hier rein. So, also wir haben jetzt vollgetankt. Er hat sich davon nicht abbringen lassen, den Tank wirklich bis es so voll zu machen, bis es oben zum Stutzen wieder rausläuft. So was Nettes. Hat noch alles abgeputzt. Hat das mit seinem. Er entscheidet, wann der Tank voll ist, nicht wir. Hat das mit seinem Mund abgesaugt aus seinem Tank. Der hat für uns quasi Scheiße gefressen. Das musst du mal belegen. Ne? Er wollte nichts dafür haben. Ich habe trotzdem 2 Millionen. Das sind 8 Euro. Ich wollte gar nicht. Die erste Million hat er noch Stutzig angenommen. Und die zweite musste ich ihm dann auch. Die zweite habe ich ihm einfach auf den Sitz von seinem LKW gelegt und die Tür zugeschmissen. Ne? Weil, Alter, das ist ja trotzdem nichts. Wir haben jetzt 8 Euro bezahlt für 70 Liter. Da wollte nichts haben. So, sowas Nettes. 4 Euro. Sowas Nettes, wirklich. Das ist unglaublich. Und dann hat er noch einen Keks gegeben, so einen Kuchen und sowas. Ja. Das fällt hier schon auf. Die Bevölkerung ist schon So, wir sind jetzt hier in der Nähe von Isfahan, sind auf dem Weg Richtung Persepolis, da freue ich mich schon riesig drauf. Haben heute nochmal so einen Arbeits- und Schultag gemacht. Aaron ist hier gerade der Ägyptologe. gestern waren wir in Isfahan und wollten auf dem Bazar, der war halt leider geschlossen auf dem Freitag. Aber wir haben nochmal Geld getauscht und das lief richtig gut. Wir sind nämlich zu so Geldwechslern, die waren auch in der Overlander-App eingetragen. Und der kam dann direkt zu uns zum Auto und da haben wir auch den üblichen Kurs gekriegt und direkt unsere 4-Millionen-Bünde, mit dem wir dann auch noch im Supermarkt waren und gleich gleich mal 44 Millionen Tomaten wieder losgeworden sind, in riesen Stapeln bezahlt. Das war sehr lustig, 3 Leute mussten nachzählen. Naja, aber es kann auch ganz einfach gehen mit dem Geldwechseln. Wir stehen hier an einem verlassenen Wüstenplatz. Ich bin gerade mal eine Runde mit dem Roller rumgefahren. Wir haben echt Glück gehabt, wir sind im Dunkeln hier angekommen.
hier geht der Boden, aber überall, wo es da so bräunlich ist, auch die Hügel, das ist wie, so weiß nicht, so wie ganz luftiger Boden. Mit dem Roller oder mit den Füßen sinkst du da einfach ein. Das ist so krass. Haben wir echt Glück gehabt, dass wir hier nur auf diesem grauen Zeug gefahren sind, wo Split ist. Das könnte echt dumm ausgehen. Ja, wir stehen jetzt hier schon seit 2 Tagen mitten in der Wüste. Es kam niemand vorbei, kein Auto, kein Mensch, kein Ziegen oder gar nichts. Der Iran, der hat ja jetzt auch nicht so viele Einwohner, ne? Bei der großen Fläche ungefähr so viel wie Deutschland. Was aber schon ja auffällt, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, hier fahren keine Sprinter, keine Vortransit, keine Ducatus, gar nichts. Die fahren hier mit uralten LKWs oder mit Pickups. Das ist so das Haupttransportmittel. Also wenn da hier mal was kaputt geht, wird es schwierig. Jasmina füttert gerade ihren Bruder, das ist großartig. Aber das Problem ist, Kevin isst ja den ganzen Tag. Das heißt, irgendjemand füttert hier sowieso immer. Ne? Und es wird auch quasi im Minutentakt gewindelt. Weil was vorne reinkommt, kommt auch hinten wieder raus. Nicht wahr? Nu? Soll man dann immer so sagen? Naja, ich film dich ja immer. Ich lass dich ja immer nicht reden, weißt du? Ach so. Jetzt kannst du reden. So, wir fahren jetzt nach Benepolis, oder wie das Ding Persepolis da heißt. Das ist das gleiche. Und Milka fährt jetzt gerade ein bisschen hier schön, macht sie gut. Dann gucken wir uns dieses, diese alte Stadt da an. Steine im Dreck würde ich jetzt ja sagen, aber da sieht man schon ein bisschen mehr. Und da haben wir dann auch so eine Tour, wir werden das live streamen. Der Stream ist natürlich schon vorbei, wenn ihr das Video seht. Ja. Aber kann man sich als Wiederholung noch auf dem Crea-Live-Kanal angucken. Wenn man Beifahrer ist, sieht man auch da mal schön die Ratte auf dem Spiegel. Das ist schon witzig. Und da hinten sind schöne, da sind dumme Kackbäume im Bild. Und da hinten schöne Berge. Oh, guck mal, jetzt mal eine Tankstelle. Die sind ja gar nicht so oft. René Crea, erzähl uns doch mal von diesem Wunderschön. Ich muss jetzt mal das scheiß Navi jetzt machen. Diese Berge hier schon wieder. Hier weiß man schon wieder nicht, wo man zuerst gucken soll. Da ist so ein krasser Tafelberg. Wahnsinn, das sieht schon wieder so hammerschön aus. Hallo Ratte! Wirklich, das ist mit einmal fast, als wärst du in Amerika, ne? Solche schönen Berge, guck dir mal diese Kante an und alles, das ist ja wie ein Viereck. Mega krass. Wow, das ist so wunderschön, die komplett andere Landschaft hier mit einmal so. Ich meine, guckt euch das doch mal an hier. Wow. Wunderschön. So, die Nacht haben wir hier wieder mal in so einer wüstenähnlichen Gegend gestanden. Das war großartig. Aber jetzt müssen wir wieder in die Stadt zum Geld wechseln, Wasser besorgen und so weiter. Damit, und ein bisschen Diesel wahrscheinlich auch wieder. Tja, wir machen halt hier dann auch immer dasselbe. Ne? So diese Daily-Routine immer wieder zu filmen, ist dann ja auch irgendwo langweilig. Ne? Keine Ahnung, deswegen filme ich momentan relativ wenig hier auf der Weltreise, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich zum 1000. Mal zeigen muss, wie wir Wasser voll machen, wie wir Eier braten. So. Ne? Aber jetzt gibt es erstmal eine schöne Wegfahrszene. Nicht wahr? Ja. Ja. Wir fahren ja gerade durch so eine wüstenähnliche Gegend. Ich meine, guckt euch doch mal bitte an, wie wunderschön diese Lichtstimmung ist hier. Und diese Berge da und da rechts der Mond, wie er da oben steht. Er sieht einfach nur großartig aus. Macht richtig Spaß, hier durch die Landschaft zu fahren. Egal, wo du hinguckst. Ja, das ist alles nicht grün und so weiter. Aber ich finde diese warme Farbe von den Bergen, das ist so schön. Ja. Grün habe ich genug in meinem Leben gesehen. So was Schönes hier habe ich noch nie gesehen. Das ist unendlich schön. Einfach wunderschön. Und da, das sieht so toll aus. Großartig, oder? Und da hinten diese Tafelberge, die sich auftun. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera hier, aber wow. So schön mit dem Mond. Wir versuchen jetzt mal hier Wasser zu bekommen. Da soll irgendwie eine Wasserquelle sein, war ausgeschildert. Vielleicht haben wir ja Glück und finden da was.
schöne Moscheen hier. Wir sind in Yazd. Schon wieder in einer Stadt. Guckt euch das mal an, Freunde. Wir sind gestern kreuz und quer durch die Landschaft gefahren hier. Also wir sind von der Hauptstraße runter auf einen Feldweg und vom Feldweg aus nochmal bestimmt eine halbe Stunde hier durch diese Wüste gefahren. Das ist so ganz fester, ja relativ fest, du musst schon stellenweise aufpassen. Da liegen überall so Steine auch drüber. Und da sind wir hier komplett durchgefahren, ewig lang. Und hier ist niemand. Hier ist einfach niemand. Das ist der Vorteil an so einem Land, was irgendwie, keine Ahnung, viermal so groß ist wie Deutschland, aber irgendwie nur genauso viele Leute leben halt. Ne? Also Iran ist, wenn du wegfährst, richtig cool. Ich meine, guckt euch mal diese epische Szenerie an. Ne? Das ist total geil. Mir gefällt's hier. Hier bleiben wir uns ein paar Tage stehen auf jeden Fall. So ein mindestens. Müssen wir irgendwie da mal Wasser und Essen auffüllen. Aber das ist schon großartig hier. So, Strom braucht man natürlich, aber das ist hier kein Problem. Und Krea Bernd ist auch schon wach. Was sagst du? Gefällt es dir, Krea Bernd? Hä? Und da oben erwacht es auch. Alter, krass, wir haben schon wieder 70% Batterie und 300 Watt Solar kommt gerade rein. Ich muss dir das mal angucken, wie cool das hier ist, ne? Ja. Tja, René sagt gerade, weißt du, Milka, was hier am schönsten ist? Es wird hier keine Viecher geben, keine Micken, keine Fliegen. Aber wisst ihr, was es hier gibt? Den persischen Leoparden. Könnt ihr mal googeln? Ist ein riesen Ding, ein riesen Leopard. Der ist ja auch einfach perfekt angepasst, ne? Den siehst du gar nicht. Die ganzen kleinen Steinchen, diese hellbraunen Bärchensteinchen, sieht man den gar nicht, wenn der sich anpirscht. Geparden soll es auch noch ein paar geben, irgendwo, aber nicht mehr viele. Aber Leoparden, die soll es hier geben in diesen Bergen. Ich finde es einfach zu geil. So habe ich mir in Iran vorgestellt zum Campen. Mitten im Nirgendwo. In so einer Wüste und noch die coolen Berge dazu, ist einfach mega geil. Wenn es nicht so warm wäre, wäre es perfekt. Und Jasmina, was sagst du? Ist geil, oder? Ja. Niemand da, außer die Leoparden und die Kamelspinnen. Ach, das ist so herrlich friedlich hier im Dunkeln in dem Auto, ne? Niemand da hier. Aber zu bellt mal ein Hund, das ist richtig schön nachts hier. Ist richtig cool. Wird es auch kühler? Ja. Ist geil hier. So warm. Das ist herrlich, oder? Ja. Ach, toll. Krebert, du musst immer wieder in den Mittelpunkt drücken, ne? Heute gibt es wieder Milkas berüchtigte Yum-Yum-Pampe. Die ist nämlich lecker. Krebert, kannst du da kaum erwarten. Hey. Jasmina hat gerade eine Schlange gesehen, ne? Erzähl mal. Die war so richtig, richtig lang. Und die war so grau und so richtig, richtig dünn, die ist richtig schnell, ich so dachte erstmal, das ist ein Stock und habe einfach gar nicht weitergeguckt, so also einfach weitergelaufen, der Stock hat sich bewegt, ich dachte mir, ja, wir müssen mal ganz schön aufpassen hier, ne? In dem Graben scheinbar rennen die rum, ne? Da rennen ja Schlangen rum. Ja. Keine Ahnung, ob die giftig sind, da müssen wir aufpassen. An solchen Tagen wird dann ja auch einfach mal der Kühlschrank mal enteist. Das muss ich mal reparieren. Die Klappe fliegt ständig weg. Also es gibt hier immer was zu reparieren. Das filme ich nicht, aber der Tisch ist auch schon ein paar Mal abgebrochen. Wir brauchen jetzt einen Schweißer für die Bank da unten, weil diese Hülsen, wo die Kopfstützen drin sind, jetzt so locker sind, dass die einfach abbrechen, ne? Einfach durch das immer hin und her, die ganze Sitzbank ist vom Wohnmobilhersteller definitiv eine Fehlkonstruktion. Das Gitter, wo Milka drauf sitzt, ist wieder rausgebrochen. Die andere Bank ist super, die ist schon wieder am Arsch. Der Tisch war rausgebrochen, überall ist alles wieder repariert. Das ist jetzt noch so eine Leiste, weil der auch abgebrochen war. Fressfatty Jones reißt hier halt auch immer wieder alles auseinander. Wir leben ja quasi hier drin, die Wohnmobile sind konstruiert, um irgendwie ja mal ein paar Tage im Jahr Urlaub zu machen. Und das merkst du, wenn du hier zu viert drin wohnst, ne? Also du bist hier nur am Reparieren, ne? Gestern noch ein Ventil am Auto gefunden, wo ein bisschen Luft rauskam. Ein einziger Reparaturmarathon. So, Freunde, damit verabschieden wir uns hier bei euch mit dem Video. Ich weiß halt auch gar nicht, was ich alles so richtig jetzt hier noch filmen soll auf der Weltreise. Ne? Also das ist das Problem, er setzt dann auch so eine Filmmüdigkeit ein, weil du machst immer dasselbe. Drohne fliegen ist im Iran halt nicht erlaubt, ne? Tja, das ist halt so, ne? Ich mache mal wieder einen Arbeitstag. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, was jetzt alles auf der Kamera drauf ist. Ne? Also ich muss das jetzt erstmal alles sichten und schneiden. Das sind meistens dann ja so 1 bis 2 Wochen, die manchmal auf so einem Band drauf sind. Naja. Du Vogel, du Süßer. Tja, aber ja, deswegen verabschieden wir uns mit dem Video hier bei euch und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss. Sag mal tschüss. Ja, super.
Sag mal tschüss. Wie sagt man so schön? Campen ist wie Wohnen, bloß unter erschwerten Bedingungen.